Welcome to E3 and now EA Electronic Arts. Ja, schön, dass ihr wieder dabei seid bei der Spezialfolge von Mario Kart 8. Den Videospiel-News. Heute das letzte Mal mit EA. Eigentlich sollte EA schon am Freitag kommen. Leider hatte ich da einige Probleme mit meinem Sony Vegas-Programm. Deswegen kommt die Folge erst jetzt. Aber egal, die Pressekonferenz von Electronic Arts ging dann am Montag um, also genau vor einer Woche, um ca. 22 Uhr deutscher Zeit los. Man begann gleich zu Beginn mit einem neuen Trailer zu Mass Effect 4. Ja, Mass Effect 4 hat seinen ersten Trailer, den könnt ihr euch unten in der Videobeschreibung reinziehen. Aber ich kann euch sagen, besonders ist dieser Trailer nicht. Man sieht weder den Charakter noch was von der Spielwelt. Also man sieht eigentlich im größten Teil gar nichts von dem Spiel. Es ist ein sehr enttäuschender Trailer von Mass Effect 4, das jetzt nicht mehr Mass Effect 4 heißt, sondern Mass Effect Andromeda nennt sich das Spiel jetzt. So heißt der offizielle Name. Er soll übrigens dieses Jahr noch erscheinen, Ende des Jahres. Aber mit den Informationen, die wir da bekommen haben, frage ich mich wirklich, wie soll dieses Spiel tatsächlich noch Ende dieses Jahres rauskommen? Das ist ein bisschen lächerlich. Aber okay, muss EA wissen. Dann ging es weiter mit einem neuen Trailer zum neuen Need for Speed. Da wurde tatsächlich auch Gameplay gezeigt vom neuen Need for Speed. Also wer sich dafür interessiert, der kann sich gerne mal dieses neue Gameplay vom neuen Need for Speed reinziehen. Da hat man auch viele verschiedene Modis gezeigt. Oh, den krieg ich nicht bekannt. Also man hat viele neue Modis vom neuen Need for Speed gesehen. Welche das sind, die könnt ihr euch dann, wie gesagt, da in diesem Gameplay reinziehen. Man hat tatsächlich in diesem Gameplay ein Rennen gesehen, wo man da halt zum Rennen fährt. Und die Grafik, muss ich sagen, sieht wirklich relativ genial aus. Und ich werde hier tatsächlich noch besser. Unfassbar. Dann gab es ein DLC zu Star Wars The Old Republic. Ein neues DLC. Ein neues Add-on. Nein, komm, ich will noch Siebter werden und das wird nichts, weil der andere auch Pilze gekriegt hat. Betrug. Punkteabzug. Geil, jetzt rutsche ich unter meinen 9100 runter. Klasse. Nur wegen dem scheiß Stachy. Das neue Need for Speed soll übrigens im November schon erscheinen. Wir kommen zum nächsten Spiel. Das ist ein völlig neuer IP von EA und nennt sich Unravel. Das ist ein Garnspiel. Ja, ein Garnspiel. Ja, wer Nintendo-Fan ist, der wird sich jetzt an Yoshi's Island und Kirby Epic Yarn erinnern. Im Grunde ist es aber nicht sowas, also es ist nicht komplett im Garnspiel. Es dreht sich eigentlich in der echten Welt, wenn man so sagen möchte. Man sieht da auch ja, fast echte Bildgrafiken in diesem Spiel. Und jedenfalls spielt man mit diesem kleinen Vieh, spielt man halt durch diese Welt. Es ist ein kleines Jump'n'Run, es ist ein kleiner Indie-Titel, kann man sagen. Nichts Besonderes, muss man leider sagen, aber halt ganz nett. Und ich muss sagen, zurzeit läuft das Rennen für mich hier gar nicht. Dann gab es neuen Trailer und neues Gameplay zu Plants vs. Zombie Garden Warfare. Wer meine E3 Special zu Microsoft gesehen hat, der weiß, dass das Spiel tatsächlich angekündigt wurde bei der Microsoft Pressekonferenz. Und dort gab es dann tatsächlich neues Gameplay und der hat mir tatsächlich eiskalt die Items genau von meiner Fresse weggenommen. Und bin schon wieder Letzter. In der letzten Runde, weil ich kein Item kriege. Was will ich mit einem Kugelwilli? Ist klar, kriege ich einen Kugelwilli eiskalt. Unfassbar, ich war wieder weit vorne und dann kommt wieder irgendein Scheiß und bounce mich weg. Ist klar. Und die anderen werden nicht getroffen von dem Scheiß. Kennt ihr mal Pluspunkte? Naja. Mir soll es eigentlich ja egal sein, aber stört dann schon.
Dann ging es weiter mit NHL 16. Dazu gab es einen neuen Trailer. Aber großartig hat man nichts aber dazu gesagt. Einfach nur einen neuen Trailer rausgehauen zu NHL 16. Kein Game, kein richtiges Gameplay. Einfach nur einen neuen Trailer und ja, das war's. Könnt ihr euch natürlich unten in der Videobeschreibung reinziehen. Dann ging es weiter mit einem Golfspiel. Und ich hasse dieses Drift-System. Du kannst einfach nicht driften in diesem Spiel. Es kotzt an. Du drückst auf Driften und es geht nicht mehr. Weil es kaputt ist. Dann ging es weiter mit einem Golfspiel, was auf der Frostbite Engine spielt. Das ist aber kein richtiges normales Golf, sondern ihr könnt das Spiel tatsächlich auch auf dem verschiedensten Plätzen spielen. Also nicht nur auf einem normalen Golfplatz, sondern auch völlig verschiedene. Hier steht zum Beispiel in diesem Trailer, sieht man, dass man zum Beispiel auf so einer Art Vulkan steht oder auf einem Berg. Und dann kann man da Golf spielen. Sieht ziemlich lustig aus, das Spiel. Und ich krieg natürlich jetzt die rote ab. Natürlich, und der nimmt mir wieder das Item weg und der kriegt jemand eine grüne und ballert mich ab. Dann ging es weiter mit NBA 16. Dort hat man in den neuen Trailer ein neues Wurfsystem in diesem Spiel eingebaut. Was ihr euch natürlich unten in der Videobeschreibung in dem Trailer reinziehen könnt, wie das neue Wurfsystem von diesem Spiel aussieht. Aber nicht nur das zeigte man, sondern auch eine neue Funktion. Und zwar könnt ihr mit eurem Smartphone oder eurem Handy ein Foto von euch schießen. Das denn in einer App reinschmeißen und dann könnt ihr euch selber in dieses Spiel integrieren. Also ihr müsst nicht mehr euren Charakter erstellen, sondern ihr macht einfach ein Foto von euch. Ist klar. Und der schmeißt mich eiskalt runter, der Bastard. Was soll ich mit dem Item jetzt hier? Das bringt mir nichts. Vor allen Dingen in der letzten Runde hätte ich ein besseres Item gebraucht. Warum kriege ich denn so ein Rotz-Item? Alter, ich brauche einen Pilz, Alter. Hallo. Nee, ich krieg keine Pilze. Eiskalt nicht. Ich krieg eiskalt keine Pilze von Nintendo. Ey, was soll denn das? Was soll ich mit einem Goldpilz in der letzten, als vorletztes Item? Da weiß man, dass man das nächste Item nicht kriegt. Du weißt es ganz genau, dass du dieses nächste Item zu 100% nicht kriegst, weil Nintendo denn so eine Sperre eingebaut hat. Das ist ein Betrug. Okay, weiter geht's. Und zwar mit den Mobile-Titeln, die EA vorgestellt hatte. Und zwar Star Wars hatte man fürs Handy vorgestellt. Und ein neues Spiel, was man schon ein bisschen vorher kannte. Und zwar Minions Paradise. Da gab es einen neuen Trailer. Im Grunde ist das SimCity für Minions. Kein besonderes Spiel. Und wo sind meine anderen Grünen? Ja, natürlich! Ist klar! Wie die Swooper mich aufhalten. Und die kommst du wieder nicht in die Driftbus rein! Jedenfalls Minions Paradise könnt ihr euch mal unten in der Videobeschreibung das Spiel reinziehen. Ist ganz lustig, das Spiel. Aber, ja, kein gutes Spiel, sag ich jetzt mal so. Also man hat mit der Marke Minions jetzt nichts Großartiges gemacht. Und der Typ genau, der Typ von dem Super-Item. Warum auch immer. Dann wurde FIFA 16 gezeigt. Da gab es einen Gastauftritt von Pelé. Bei Ubisoft war Jason Derulo, hier war Pelé. Und mit dem hat Jared Rutter, den denke ich mal jeder FIFA-Spieler kennt, denn er ist der Hauptchef von FIFA. Also er ist immer für den Frust der FIFA-Spieler sozusagen verantwortlich, wenn man das mal so ausdrücken darf. Aha, Stachy. Alter, ich bin dem Schach noch ausgewichen und er hat genau den Bogen geschlagen. Ist klar. Was will ich mit dem Stachy? Was ist mit dem Ding, Alter? Jedenfalls wurde dann ein Trailer zu FIFA 16 gezeigt, was man denn alles Neues gemacht hat, was da Neues ist, das könnt ihr euch gerade durchlesen. Da habe ich nämlich eine kleine Anmerkung für euch reingefügt. Und dort steht halt die Liste, was alles angeblich neu gemacht. Man hat auch ganz kurz im Trailer gesehen, dass der Borussenpark neu dabei ist. In FIFA 16. Und ich habe wieder nach links gedrückt und es ging nicht. Ja. Dann wurde Mirror's Edge Catalyst gezeigt.
Ja, so heißt das neue Mirror's Edge, nicht Mirror's Edge 2, sondern Mirror's Edge Catalyst. Oh, genau, als ob der Blitz kriegt! Und der Typ, andere Typ einen Stern! Und ich kein Item, ist klar. Ist klar, jetzt werde ich ein Letzter, ist klar, jetzt bin ich Letzter wegen dem scheiß Blitz! Ja, Mirror's Edge Catalyst erscheint am 23. Februar 2016. Trailer befindet sich unten in der Videobeschreibung und das Spiel spielt auf der Frostbite Engine. Null Punkte plus, Dankeschön. Als nächstes kam dann Madden 16. Ihr wisst schon, dieses Rugby-Spiel und wir spielen hier auf meiner Haarstrecke. Ja. Madden 16 wurde gesagt, gezeigt. Ich kann aber euch nicht sagen, was es da Neues gibt, weil genau in dieser Sekunde, wo Madden 16 gezeigt wurde, also man hat nur einen ganz kurzen Mini-Trailer gesehen und dann ist der Stream bei jedem abgestürzt. Selbst bei EA-Hauptseite, selbst ist der Stream einfach mal abgekackt. Warum auch immer, ich weiß nicht. Das ist einfach daran liegt, dass sich hier vor allen Dingen in Europa keine Sau für Rugby interessiert. Das ist halt ein amerikanischer Sport, ist genauso wie Basketball ist ja in Europa auch jetzt nicht so beliebt. Gut, noch ein bisschen mehr als Rugby, aber ne. Wir Europäer stehen ja mehr auf den Fußball. Dann ging es weiter mit Star Wars Battlefront, also genau in dem Moment, wo Star Wars Battlefront gestartet hatte, kam wieder der Schutzstream. Und ich bin überrascht, dass ich nicht vom Stachel getroffen wurde. Ja, und da zeigte man Gameplay und wie das meine Grüne verpackt. Oh, genau, und jetzt genau. Oh, ich hasse auf dieser Strecke den Blooper. Da gibt es nichts Schlimmeres. Auf der Strecke im Blooper ist das Letzte. Das ist der absolute Rotz. Du hast gar keine Chance, dich auf der Strecke zu halten. Dann komme ich wieder nicht in den Drift-Boost rein. Star Wars Battlefront, ja. Und das sah richtig genial aus, kann ich euch sagen. Gab es nämlich Gameplay-Material und ich kann euch sagen, das müsst ihr euch reinziehen. Auch wenn ich selber keine Grafikhure bin, aber ich muss euch sagen, meine Fresse sah das Spiel fucking geil aus. Also megamäßig sah das Spiel aus, super geil. Man hat den Schnee gesehen und ich kann euch sagen, der Schnee sah unglaublich gut aus. Also ich weiß, es ist nur Schnee, aber boah, ey, ich kann euch sagen. Guckt euch einfach den Trailer an, auch wenn ihr kein Star Wars Fan seid wie ich, aber absolut mal reinziehen. Da kriegt ihr absolut was geboten bei dem Trailer, weil das wirklich genial aussah. Ja, insgesamt bin ich mit der EA-Pressekonferenz etwas enttäuscht, weil sie ist jetzt... Oh, aber naja, was heißt enttäuscht? Ich bin nicht enttäuscht. Es war mittelmäßig. Vor allen Dingen die Tatsache mit Mass Effect 4 fand ich ziemlich enttäuschend, dass fast gar nichts von Mass Effect 4 gezeigt wurde. Halt nur diese kurze Mini-Trailer. Hat nicht den neuen Hauptcharakter gesehen oder irgendwas. Und boah, ich habe am Ende sogar noch Plus gemacht. Leute. Das fand ich schon ziemlich enttäuschend, dass man da fast gar nichts von dem Spiel gesehen hat. Hätte ich deutlich mehr von dem Spiel gesehen von Mass Effect 4 oder Mass Effect Andromeda. Fand ich ein bisschen enttäuschend. Vor allem dadurch, dass das Spiel bald rauskommen soll. Insgesamt war ich mäßig zufrieden mit der Pressekonferenz von EA. Ja, was ist eure Meinung zur Pressekonferenz von Electronic Arts? Eure Meinung in den Kommis interessiert mich. Wir sehen uns dann nächste Woche Sonntag wieder, wenn es wieder heißt Mario Kart 8 Videospiel News.